So, Fotografie bedeutet Kontrastprogramm und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch mal eine ganz andere Facette der Fotografie erleben werden, nämlich eine, die politisch motiviert ist. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich auf der Bühne Andreas Lang von dem Fotografennetzwerk Gegenlicht 21. Das ist ein nicht kommerzielles Netzwerk von Fotografen, die im Prinzip mit künstlerischen Mitteln politische Ziele erreichen wollen. Wenn ich das nicht ganz genau richtig wiedergegeben habe, wird mich der Andreas Lang jetzt korrigieren. Begrüßt auf der Bühne Andreas Lang von Gegenlicht 21 aus Stuttgart. Okay. Ist laut genug? Okay. Stimmte übrigens alles. Gegenlicht 21, bisschen runter. Gegenlicht 21 ist ein Netzwerk von Fotografen, für das ich mehr oder weniger zufällig stellvertretend spreche. Es sind um die 30 Kolleginnen und Kollegen. Stopp mal ruhig, die erste Minute geht noch ohne Bild. Das kann sich aber ständig ändern, weil wir keine feste Organisation sind. Deswegen gehe ich jetzt auch mal in den Halbschatten, weil ihr nicht mich anschauen sollt, sondern was wir so treiben. Ich möchte euch zeigen, wie wir das machen, Gegenlicht 21, und vor allem versuchen zu erklären, warum. Je weiter man von Stuttgart wegkommt, desto seltsamer erscheint vielleicht, was diese halsstarrigen Schwaben für ein Problem mit ihrem Bahnhof haben. Aber es geht eben nicht nur um den Bahnhof, sondern es geht um sehr viel mehr. Das versuche ich gleich kurz zu skizzieren. Gucken wir uns da erstmal an, wie Gegenlicht 21 agiert. Jetzt vielleicht mal die Bilder agiert oder man könnte auch sagen agitiert. Wir bringen Bilder, Fotografie und Informationen in den öffentlichen Raum. Und das ist wörtlich zu verstehen, es sind nur ganz am Rande mal Museen oder Galerien, es ist nicht die gerahmte Flachware an der Wand, sondern es sind Fotos auf wetterfester Plane. Der Heiko Hellwig kommt gerade mal nach vorne und zeigt so ein Ding. Wir legen das im öffentlichen Raum aus. Das hier war in Berlin. Es gab Aktionen in Stuttgart, Tübingen, Gott weiß wo. Wir werden das fortsetzen, mindestens bis zum 27. März. Dann ist Landtagswahl in Stuttgart und wir sind vielleicht die Regierung los, die wir gerne los wären. Außer den großen Plakaten gibt es Postkarten, die mit Informationen versehen sind. Wir haben bisher ungefähr 70.000 davon unters Volk gebracht, die meisten für umsonst. Denn die ganze Geschichte versteht sich als sowas, was Josef Beuys als soziale Skulptur bezeichnet hat. Mit Mitteln von Kunst, Kommunikation, Kreativität, einen gesellschaftlichen Prozess anstoßen, beeinflussen, ihm eine bestimmte Richtung geben. Wenn wir Geld einnehmen, das kommt gelegentlich vor, dass Leute hierfür was spenden, dann decken wir damit die Kosten. Was übrig bleibt, wird gespendet. Es gibt einen Fonds der Opfer des 30.09. und damit wäre ich bei dem Punkt, warum tun wir das? Der 30. September wird in Stuttgart der schwarze Donnerstag genannt, weil an diesem Tag ein paar tausend Polizisten, ein paar tausend Demonstranten aus dem Stadtpark vertrieben haben. Die Demonstranten waren zwischen 13 und 80 Jahren alt. Sie waren unbewaffnet, bis auf einige, die mit Kastanien geworfen haben. Die Polizisten waren ziemlich gut bewaffnet. Für einen der Demonstranten ging der schwarze Donnerstag in ewiger Schwärze aus. Der Mann ist blind. Der wurde von der Polizei blind geschossen. Fünf weitere sind schwer verletzt an den Augen, werden das wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens bleiben. Ein paar hundert waren leicht verletzt, ein paar tausend waren ziemlich traumatisiert. Man kann sagen, wenn Politik an so einem Punkt angekommen ist, dass sie das für okay erklärt, und genau das ist heute im Stuttgarter Landtag wieder ausdrücklich geschehen. CDU und FDP haben erklärt, das sei alles rechtens und in Ordnung und es macht niemand auch nur den Versuch, um Entschuldigung zu bitten. Wenn man an dem Punkt ist, dann kann man als politischer Zeitgenosse sagen, jetzt können wir mal mit unseren auch fotografischen Mitteln öffentlich Partei ergreifen. Und das tun wir mit Gegenlicht 21. Wobei dieser schwarze Donnerstag nur der extrem äußerste Grund ist, das zu tun. Es gibt sehr, sehr viele andere, die ich nur sehr kurz streifen kann. Das, was in Stuttgart passiert, auch die Arbeit von Gegenlicht 21, hat viel früher begonnen, als der 30.09. war. Umgerechnet in Betriebswirtschaftseinheiten ist es weit über 1 Million Mann- oder Frau-Stunden, was Leute auf der Demo, auf den Demonstrationen sich in den Bauch gestanden haben und an Zeit aufgewendet haben. Und es gibt vor allem einen Grund für diese anhaltende Empörung. Der Bahnhof, der da gebaut werden soll, der hat eine Alternative.
Diese Alternative ist um ein Vielfaches billiger, sie ist um ein Vielfaches umwelt- und stadtverträglicher, sie ist aber politisch nicht gewollt. Gehen wir es der Reihe nach durch. Viel billiger bedeutet, das ist unser Geld. Jeder, der in Deutschland Steuern bezahlt, bezahlt diesen Bahnhof mit. Die Alternative kostet ein paar Milliarden weniger. Man könnte diese Milliarden auch anders anlegen als in so einem Tiefbahnhof. Heute steht in der Stuttgarter Zeitung, die Schulen der Hauptstadt sind flächendeckend vernachlässigt seit Jahren, leider fehlt die Kohle. Stattdessen investiert das Land 1 Milliarde nur für eine Neubaustrecke. Denn ohne die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm kann man den Bahnhof vergessen. Im Bahnhof wird nämlich keine Sekunde Fahrzeit eingespart und darum geht es ja angeblich, schneller zu sein. Also sagt das Land, die Milliarde ist kein Problem, könnt ihr haben. Wenn es der Bahn nachginge, würde dieses Projekt in 30 Jahren ungefähr realisiert, denn es gibt überhaupt keinen Bedarf dafür, sagt die Bahn selber. Deswegen möchte Herr Mappus das jetzt bezahlen, damit der Bahnhof gebaut werden kann. Es klingt ein bisschen nach Kafka und absurdem Theater, aber das ist die Realität in Stuttgart. Punkt umweltverträglicher, global gesprochen, wenn man Geld in Bahn investiert, ist das eine schöne Sache, weil es nützt dem Klima. Wenn man es effektiv machen möchte, dann finanziert man Güterverkehr. Was dort geplant ist, ist Intercity-Expressverkehr, Personenfernstrecken. Das ist schon alles gut und schön hin und her zu kommen. Aber es bringt CO2-ersparungsmäßig, klimaschonungsmäßig so gut wie nichts. Wenn man 1 Euro in den Güterverkehr investiert, um den zu optimieren, spart man 100-mal mehr CO2, als wenn man denselben Euro in ICE-Strecken investiert. Also das war Umweltverträglichkeit global. Umweltverträglichkeit lokal. Man kann sich natürlich fragen, was regen sich die Leute über die Bäume auf, die da im Stadtpark gefällt werden sollen. Es sind auch bloß 300 Stück. Die Bäume sind zum Teil ein paar hundert Jahre alt, stehen mitten in der Stadt und sind nicht mal angetastet worden, als es nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich eiskalt war in den Wintern und die Leute nichts zu beißen hatten und nichts zu heizen. Die Bäume haben sie stehen gelassen, das heißt, da ist auch sehr viel Emotion und Heimatgefühl drin und zufällig stehen die 300 Bäume, die verschwinden sollen, genau da, wo die mit Abstand höchsten Feinstaubbelastungen in ganz Deutschland gemessen werden, schon seit vielen Jahren, nämlich mitten im Stuttgarter Talkessel. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil der Argumente. Einen letzten weiteren möchte ich noch streifen, den man sich im Moment in Frankfurt gut anschauen kann, nämlich im Deutschen Architekturmuseum findet man einiges über Herrn Bonatz, der diesen Bahnhof gebaut hat. Nach Meinung aller Experten ist dieser Bahnhof ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das Einzige, was fehlt, ist der Antrag und die Bearbeitung, dann könnte er UNESCO-Weltkulturerbe sein. Man fragt sich natürlich, wenn man einen Hauch von Kulturverständnis hat, wieso reißt man ein UNESCO-Kulturerbe ohne Not ab, wenn es eine billigere Alternative gibt, bei der man bahntechnisch dasselbe erreicht, nämlich den vorhandenen Bahnhof zu modernisieren. Da uns diese Frage niemand in den entscheidenden Positionen vernünftig beantworten kann, gehen wir eben auf die Straße, machen Gegenlicht 21 und versuchen bis zum 27. noch möglichst viele Plätze wie diesen zu erreichen und auch möglichst viele Stadtplätze, wo dann die Bilder liegen und die Postkarten verteilt werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.